Nun einleiten mit dreimal Om und den Anrufungsmantren. Ganapataye Namaha Om Saravana Pavaya Namaha Om Aim Sarasvatye Namaha Om Gum Guru Bhyo Namaha Om Namo Bhagavate Sivanandaya Om Adi Shaktye Namaha. Und so richte dich ein in deine Haltung für die Meditation. Zieh deine Wirbelsäule ganz bewusst in die Länge. Und dann spüre den Körper, wie er da sitzt. Spüre deine Aufrichtung und nimm ganz bewusst deine Wirbelsäule noch einmal wahr vom Steißbein bis zum Scheitel. Und richte auch deinen Scheitel ganz bewusst nach oben aus. Schließe die Augen ganz sanft. Du sitzt aufrecht, fest, stabil, aber ganz entspannt. Deine Körperhaltung lässt dich ganz gegenwärtig sein. Dann verbinde dich mit deinem Atem und atme ganz bewusst tief ein und aus und spüre die Weite, die Ausdehnung beim Einatmen. Beim Ausatmen geh ganz nach innen, spüre Tiefe. Einatmen, weite Ausdehnung, ausatmen, Tiefe. Bleibe ganz im Inneren. Dann konzentriere dich auf deinen Bauchraum. Atme weiter ganz tief ein und aus. Und durch Konzentration und tiefe Atmung wird dein Sonnengeflecht schon angeregt. Vielleicht kannst du spüren, dass der Bauch ganz langsam warm wird. Du kannst dir auch dort eine Sonne vorstellen, leuchtend warm. Stell dir deinen Bauchraum als leuchtendes Energiefeld vor. Und dann atme tief ein und mit jedem Ausatmen stell dir vor, dass sich das Energiefeld deines Bauches ganz weit ausdehnt. In alle Richtungen, über alle scheinbaren Begrenzungen der Materie hinaus, weit in alle Richtungen. Spüre auch Weite im Bauchraum, Ausdehnung, Öffnung. Halte weiter die Aufmerksamkeit im Bauchraum und lasse nun das Energiefeld des Bauches
sich über das Muladhara-Chakra weit nach unten in die Erde hinein ausdehnen. Mit jedem Atemzug weiter nach unten, in deiner Vorstellung durch alle Erdschichten hindurch, immer weiter nach unten bis zum Erdkern hinunter. Kannst du dir auch das Energiefeld des Bauches als Lichtfeld vorstellen oder als Lichtstrahl, der nach unten in die Erde hineinstrahlt. Du willst, kannst du das auch mit deinem Mantra oder mit deinem Mantra begleiten. Ausdehnung nach unten, Weite, grenzenlos. Komm mit der Aufmerksamkeit wieder zum Bauchraum zurück, atme weiter tief in den Bauch ein und aus. Und dann lass das Energiefeld oder Lichtfeld deines Bauches sich nach oben zum Herzensraum ausdehnen. Herz wird weit, Öffnung geschieht, Ausdehnung in alle Richtungen, über alle vermeintlichen Grenzen hinaus. Das Energiefeld deines Herzens, grenzenlos. Vielleicht kannst du dabei Freude oder Liebe spüren. Bleibe weiter mit deiner Aufmerksamkeit im Herzensraum und dehne nun ganz bewusst das Energiefeld oder Lichtfeld des Herzens weit nach oben zur Schädeldecke aus und über die Schädeldecke hinaus, weiter nach oben bis zum Unendlichen. Kannst dir auch einen Lichtstrahl vorstellen, der sich vom Herzen über deinen Scheitel nach oben mit dem Unendlichen, dem Kosmischen verbindet. Spüre weite Ausdehnung nach oben und erfahre in der Weite Einheit mit dem Göttlichen, dem Unendlichen. Du merkst, dass das Gefühl von Weite und Ausdehnung wieder nachlässt, kannst du die einzelnen Schritte noch einmal durchgehen. Und dann verweilen in der Ausdehnung, in der Weite vom Scheitelchakra nach oben zum Unendlichen. Spüre das Kosmische, das Licht. Du kannst so weiter meditieren oder auf deine eigene Art und Weise in Stille. Atta Dhyanam.
Shanti, Shanti, Shanti. Om Namah Shivaya. Ich begrüße euch ganz herzlich, alle, die von zu Hause aus mit dabei sind, alle, die hier im Shivananda-Saal sind. Und wir machen weiter mit dem Jaya Ganesha. Und heute Abend haben wir Sibylle mit am Harmonium und die Clara wird uns gesanglich unterstützen. Also heute Abend haben wir die Frauenpower hier auf der Bühne. Und Jaya Ganesha findet ihr im Kirtan-Buch. Ich glaube, ihr wisst mittlerweile alle, wo es steht. Und ich erinnere mich gerade daran, das erste Jahr, als ich hier war, ich weiß nicht mehr genau, habe ich Sukadev gefragt, sag mal, wie hält man das aus, jeden Tag das Jaya Ganesha zu singen und dann noch zweimal? Er hat mir keine Antwort gegeben. Aber irgendwann habe ich es gewusst, weil ich selbst erfahren habe, das ist wirklich ein Mantra mit Magie. Und wenn du es regelmäßig singst, oder wir müssen sagen, ja jetzt heute rezitierst, dann öffnet es wirklich ganz viele Kanäle auch in dir. Und die Eigenschaften, die göttlichen Eigenschaften, die dort angerufen werden, die sind ja auch alle in dir. Und durch das Wiederholen dieser Eigenschaften werden auch diese besonderen Eigenschaften auch in dir wieder wachgerufen. Und vor allen Dingen, es öffnet das Herz und bringt Freude. Also lasst euch einfach drauf ein. Hier im Raum murmeln oder ganz still vom Inneren her. Und ihr zu Hause, ihr könnt natürlich ganz enthusiastisch mitsingen. Ja, vielleicht hat ja doch noch jemand Lust. Hier ist noch so ein einladender Platz. Hier ist noch ein Platz frei, wenn noch jemand mitsingen möchte. Ich habe extra gerutscht. Keiner da? Traut euch. Es geht nicht hier um das besonders Schöne, sondern um das Dabeisein. Genau. Da hinten kommt jemand. Sehr schön. Om Namah Shivaya. Die kennen wir doch. Genau. Das Jaya Ganesha singen wir dann im Wechsel. Also ja, daheim an dem Bildschirm, ihr könnt kräftig mitsingen und wir hier auf der Bühne singen im Wechsel. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Hari Mam. Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Rakshamam. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Hari Mam. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Hari Mam. Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Rakshamam. Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Rakshamam. Shravana Pava, Shravana Pava, Shravana Pava, Pahimam. Supramanya, 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 Rakshamam. Shravana Pava, Shravana Pava, Shravana Pava, Pahimam. Supramanya, 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 Rakshamam. Jaya Sarasvati, Jaya Sarasvati, Jaya Sarasvati, Pahimam. Jaya Sarasvati, Jaya Sarasvati, Jaya Sarasvati, Pahimam. Shri Sarasvati, Shri Sarasvati, Shri Sarasvati, Rakshamam. Shri Sarasvati, Shri Sarasvati, Shri Sarasvati, Rakshamam. Jaya Guru Shri Sarvaha Guru Ham.
Shyam. Om Adi Guru Advaita Guru Ananda Guru Om. Om Adi Guru Advaita Guru Ananda Guru Om. Chit Guru Chit Ganat Guru Chit Maya Guru Om. Chit Guru Chit Ganat Guru Chit Maya Guru Om. Shri Ram Jaya Ram, Shri Ram Jaya Ram.
Heute ist Rama und Vishnu-Tag und deshalb habe ich euch Shriram, Jayram, Jayadiram mitgebracht. Sitaram kommt dann noch hinzu, da braucht ihr kein Kirtanheft und stimmt gleich ein, sobald ihr die Melodie habt. Shriram, Jayram, Jayadiram. Ich glaube, es ist so schön, ne? Mit uns Vieren, ja. Dann singen wir noch, weil heute Rama und Vishnu-Tag ist, singen wir noch ein Krishna-Kirtan. Krishna ist ja auch eine Inkarnation von Vishnu. Ganz einfach auch. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Da gerne auch wieder einsteigen, wenn ihr die habt. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
Vishnu, alles eins. Om Namah Shivaya. Dankeschön. Ich habe ein Buch von Adyashanti mitgebracht, einem Lehrer aus Kalifornien. Das ist mir gerade eingefallen. Aus dem Buch von Adyashanti lese ich jetzt ein Gleichnis von Jesus vor. Aber das Buch heißt Jesus, der Zen-Meister. Und Adyashanti ist ein Lehrer, der, würde ich sagen, ein Zen-Vedantin, so würde ich ihn mal bezeichnen. Und das Gleichnis bleibt hier oben. Und er sagte zu ihnen, also er sprach zu seinen Jüngern, versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollt ihr da alle anderen Gleichnisse verstehen? Der Sämann sät das Wort. Die auf dem Weg aber, das sind die, bei denen das Wort zwar gesät wird, aber sobald sie es gehört haben, kommt gleich der Satan und nimmt das Wort, das in sie gesät war, wieder weg. Entsprechend ebenso sind die, bei denen auf steinigem Grund gesät ist, jene, die das Wort, sobald sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel, sondern sind Augenblicksmenschen. Sobald nachher Drangsal oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, kommen sie zu Fall. Bei anderen fällt das Wort in die Dornen. Das sind jene, die das Wort gehört haben, aber die weltlichen Sorgen, der Trug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort. Und es bringt keine Frucht. Auf gutes Erdreich gesät ist bei jenen, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen, 30-fach, 60-fach, 100-fach, aus dem Markus-Evangelium. Ja, also in gewisser Hinsicht ist das eigentlich sehr einleuchtend. Ne? Wir sind ja irgendwo auch Sämänner, würde ich mal sagen. Also wir wissen, ne, wenn wir was in unseren Garten pflanzen, müssen wir erst den Boden vorbereiten. Und so ist das auch, wenn wir zum ersten Mal in Kontakt mit der Spiritualität kommen, mit den Lehren kommen, sind wir erstmal ganz begeistert, enthusiastisch. Wir praktizieren Yoga, Asanas, Pranayama und so weiter. Ne? Kennt ihr wahrscheinlich alle. Und dann irgendwann taucht irgendein Problem auf, es läuft irgendwas nicht, was so sein soll, was geschieht. Wir fallen wieder raus. Das kommt sehr häufig vor. Und das heißt, ne, der Same ist auf steinigen Boden, auf felsigen Boden gesät worden und kann einfach keine Frucht bringen, keine Wurzeln schlagen, sodass auch, ne, auch wenn Probleme auftauchen, du weiter in deiner Praxis bleibst. Ein zweites Beispiel ist der dornige Boden. Ne, wenn wir jetzt, wir hören von Spiritualität, wir hören vom Yoga, wir sind auch begeistert, wir können das alles aufnehmen und auch annehmen, aber wir bleiben weiterhin ja, im Außen. Das heißt, wir sind weiterhin gefangen von unseren Wünschen, unseren Sehnsüchten, unserem Ego und so weiter. Und das ist so stark in uns, dass wir über kurz oder lang wahrscheinlich auch dem mehr Wichtigkeit beimessen als der Spiritualität. Und das ist dann der dornige Boden, das heißt, die Dornen fressen das alles wieder auf, was sie irgendwann mal aufgenommen haben. Und wenn der Same auf einen gut vorbereiteten Boden fällt oder auf einen guten Boden fällt, dann kann er Früchte tragen. Aber was ist ein guter Boden? Ja, jetzt auf die Spiritualität bezogen, ist es etwas, wenn wir das wirklich wollen. Ne, wenn das wirklich das ist, was wir wirklich wollen, wenn wir innerlich dazu bereit sind, dann ist es ein guter Boden und dann kann der Same auch aufgehen und 100-fach, 1000-fach oder wie sagt er, 60 oder 100-fach Früchte tragen. Und mir ist auch eingefallen, das Beispiel der Jünger von Jesus, ne, die haben, nachdem die Probleme aufgetaucht sind,
haben sie Jesus verraten und verlassen, obwohl sie vorher selbst alles aufgegeben haben. Sie haben ihre Familien verlassen, sie haben ihren Beruf aufgegeben, sie sind ihm gefolgt, sie waren begeistert, aber sobald ein Problem aufgetreten ist, sind sie wieder gegangen. Und so können wir mal schauen bei uns, wie ist unser Boden für unsere Spiritualität, für unsere Praxis? Ist es wirklich etwas, wo wir uns noch überwinden müssen, es zu tun, oder wo wir immer wieder nachgeben, Ausreden finden, nee, jetzt nicht, hast keine Zeit, oder das ist wichtiger, dies oder jenes? Oder ist es etwas, was unser Lebensinhalt ist, was das Wichtigste für uns ist, wo es nichts anderes daneben mehr geben kann? Und dann trägt auch die Praxis Früchte. Und der Same, der irgendwann mal in uns gelegt wurde, kann aufgehen und erblühen. Und wohin? Wohin wollen wir alle? Wo soll der Same hin aufgehen? Dass wir verschmelzen mit dem Höchsten, eins werden mit dem Höchsten. Hari Om Tat Sat. Dann kommen wir zum Om Triambakam. Kannst du mir das Kirtanbuch mal bitte geben? Om Triambakam, die Nummer 800 im Kirtanbuch. Und wir wollen es heute, oder wir wollen heute mit einschließen, ganz besonders Baby Shiva, die Katze von Ananda Devi Mel, die am Montag, also morgen um 8 Uhr, operiert wird. Und wir wollen hoffen, dass Baby Shiva die OP gut übersteht und sie auch ganz schnell wieder gesund wird. Ja, und wir schließen natürlich auch, ne, alle anderen mit ein, alle, die Heilung brauchen, die ganze Welt. Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvakamiva bandhanam mrityor mukshyamamritat. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvakamiva bandhanam mrityor mukshyamamritat. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam mrityor mukshyamamritat. Om sarvesham svasti bhavatu sarvesham shantir bhavatu sarvesham purnam bhavatu sarvesham mangalam bhavatu, sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve vadrani pasyantu ma kashchit dukha bhak bhavet, asato ma satgamaya, tamaso ma jyotir gamaya, mrityor mamritam gamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudashyate Purnasya Purnamadaya Purnamivavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Frieden Frieden, Frieden. Die 802, das allumfassende Gebet von Swami Shivananda. O anbetungswürdiger Gott, voll Barmherzigkeit und Liebe, Gruß dir in Demut gebeugt. Sein ist dein Wesen, Wissen und Seligkeit. Allgegenwärtig bist du, allmächtig, allwissend. Im Inneren aller Wesen wohnst du. Gib uns ein verstehendes Herz, die rechte Einsicht, ausgeglichenes Gemüt, Vertrauen, Hingebung und Weisheit.
Lege in uns geistige Kraft, Versuchungen zu widerstehen und Denken und Wollen zu beherrschen. Befreie uns von Selbstsucht, Gier, Zorn und Hass. Erfülle unser Herz mit göttlichen Tugenden. Lass uns dich erschauen in all den Namen und Gestalten. Lass uns dir dienen in all den Namen und Gestalten. Lass uns alle Zeit deiner gedenken. Lass uns stets deine Herrlichkeit singen. Lass deinen Namen stets auf unseren Lippen sein. Und lass uns in dir bleiben alle Zeit. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Und dann stehen wir auf für die Arati. Möchtest du es machen? Jayarachi Vina Vinayaka Vina Vinayaka Shri Ganesha Jaya Jaya Harachi Subramanya Subramanya Kartikeya Jaya Jaya Harachi Vinu Gopala Vinu Gopala, Vinu Lola, Papa Vidura, Namamita Chora, Jaya Jaya Aratihi, Gankata Ramana, Venkata Ramana, Sankata Ramana, Sita Rama, Radesh Yamaha, Jaya Jaya Aratihi, Gauri Manohara, Gauri Manohara, Bhavani Shankara, Samba Sadashiva, Uma Maheshwara, Jaya Jaya Aratihi, Raja Rajeshwari, Raja Rajeshwari, Tripura Sundari, Mahalakshmi, Maha Saraswati, Maha Kali, Maha Shakti, Jaya Jaya Arati Anjaneya, Anjaneya Hanumanta, Jaya Jaya Arati Datatreya, Datatreya Trimurti Avatara, Jaya Jaya Arati Adityaya Adityaya Bhaskaraya Jaya Jaya Arati Shanishwaraya Shanishwaraya Bhaskaraya Jaya Jaya Arati Shankaracharya Shankaracharya Advaita Gurave Jaya Jaya Aratihi Satgurunata Satgurunata Shivananda Jaya Jaya Aratihi Jesus Gurave Moses Gurave Buddha Gurave Jaya Jaya Aratihi Mohammed Gurave, Lao Tse Gurave, Samasta Gurubhyo Namaha, Jaya Jaya Arati, Venu Gopala. Tvameva mata chapita tvameva bandhu
Saka Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Kayena Vacha Manasendriya Va Budhya Manava Prakriti Svabhava Karomi Adyat Sakalam Parasmai Narayana Yeti Samarpayami Savaranam Parikshaksha Mambikam Sharanam Vacha Aham tva svava bibyo moksha ishami ma shuksha. Am Sonntagabend gibt es immer Herzensprasad. Könnt ihr euch auch gegenseitig verteilen. Danke, dass ihr hier wart. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Danke, dass ihr eure Herzen geöffnet habt. Danke, dass wir die ganze Energie nach außen strahlen können. Die Welt braucht sie. Danke, dass ihr von zu Hause aus mitgemacht habt. Und ja, allen, die jetzt Seminare gebucht haben, wünsche ich wunderschöne Seminare, eine gute Zeit. Und jeden Tag kommt auch was Neues. Ihr könnt immer gucken, ihr könnt jeden Tag was Neues buchen. Wir sind da ganz aktiv, stellen ganz viel auf die Beine. Ja, und Dankeschön, dass ihr uns weiterhin unterstützt mit euren Spenden, uns helft, ne, dass wir das alles hier so weiter beibehalten können. Und irgendwann ist das auch alles vorüber. Alles geht vorüber. Hari Om Tat Sat.